Wir beginnen mit dem höchsten Gegenstand. Das ist also in unserem Fall die Milchkanne. Und ich lege mir hier ein Dreieck an. Beachtet auch hier meine Platzwahl. Also ich gehe nicht bis ganz oben hin, sondern hier in meinem Fall sind es ungefähr 7 cm, die ich mir Platz lasse. Gehe ein bisschen hier nach unten und habe mir ein Rechteck angelegt. Wie kriege ich jetzt aber aus dem Rechteck eine konische Form? Indem ich mir hier die Seite erweitere, auf beiden Seiten gleich viel und arbeite von der obersten äußeren Ecke jeweils runter zu meiner unteren Ecke. Also ihr seht, ich darf hier sogar noch ein bisschen anlegen. Ja, und dann habe ich schon mal die Grundform für meine Milchkanne. Wir haben aber gesagt, wenn etwas rund werden soll, brauche ich auch hier unten eine Rundung. Und wenn ich hier unten eine Rundung habe, dann habe ich sie oben auch. Möchte aber auch einen Ausguss bzw. einen Schnabel dazu arbeiten, den lege ich mir hier auf diese Linie an und verbinde das erstmal grob mit meiner obersten Linie. Jetzt kann ich die Form schon erahnen. Wenn ich hier unten rund bin, bin ich hier oben auch rund. Aber ich muss von meinem Schnabel aus anfangen, und zwar in der gleichen Neigung wie hier unten auch, nach oben. Also der hintere obere Rand wird allerdings auch ein kleines bisschen rund. Und somit habe ich schon die Grundform festgelegt für meine Kanne. Und alles andere ist dann Ausarbeitungssache, welchen Tonwert ich wo anlege. Unsere Kanne braucht noch einen Henkel, den machen wir jetzt mal dazu. Der ist nicht schwer. Hier brauchen wir einen Ansatz. Irgendwo hat es ja unsere Keramikerin angeklebt und kommen mit so einem Boppel raus. Wir haben noch Äpfel, Weintrauben und eine Tasse. Jetzt müssen wir hier drauf achten, das liegt ja alles weiter vorne, ein Teil, und ein Teil liegt hinter der Kanne. Also entsprechend lege ich mir hier mein Dreieck an, aus dem ich dann irgendwie meine Tasse formen möchte. Die Spitze geht weit runter, wie ihr seht. Meine Tasse wird aber nicht ganz so tief werden. Deswegen schneide ich das hier ab. Ich habe hier eine Rundung, drum habe ich hier oben auch eine Parallellinie und auch hier hinten biegt sich meine Tasse. Das ist jetzt also die Form, die wir brauchen. Wir haben Äpfel. Ich lege mir zuerst den Apfel hier hin, den ich hier vorne liegen habe. Also mache ich mir einen Kreis. Hier muss ich darauf achten, wenn der Apfel tatsächlich auch vor der Kanne oder zumindest auf einigermaßen gleicher Höhe liegen möchte, muss ich auch gucken, dass ich hier mir denke, das hier ist meine Auflagefläche, hier vorne liegt der Apfel. Also zeichne ich mir hier meinen Apfel kurz ein. Hier nehme ich nochmal was raus. Das ist also geformt aus einem Kreis. Jetzt möchte ich hinter diesem Apfel und dieser Kanne auch noch einen Apfel haben. Der liegt jetzt also hinter der Kanne. Also muss er auch weitaus höher liegen. Und lege mir den Apfel hier an.
könnt gleich die Form übernehmen. Im Prinzip ist das auch wieder ein Kreis. Weil es so schön ist und malerisch, mache ich gerne drei Äpfel. Leg noch mal einen Apfel hinten an, wieder einen Kreis. Ihr seht, er ist von dieser Linie aus betrachtet weiter oben, also auch weiter hinten. Und mache mir hier eine Notiz, weil ich möchte, dass hier die Unterseite des Apfels zu sehen sein wird. Und hier die Seite mit dem Stängel. Und hier überlege ich mir noch unten oder oben. Das sieht schon mal recht gut aus. Hier möchte ich aber füllen. Das heißt, ich möchte mir hier eine Weintraube hinlegen. Auch das sind alles nur einfache Kreise. Vielleicht ein bisschen verzerrt in die Ellipsenform. Passt auf. Hier diese liegt vorne. Die liegt dahinter. Diese liegt vorne. Die liegt jetzt hinter der und der. Also lege ich sie mir hier rein. Hier lege ich mir wieder eine etwas sichtbare hin. Die ist aber immer noch hinter dieser. Hier oben drauf lege ich mir auch eine. Dann lege ich mir noch mal eine hier hinten hin und hier vorne hin. Hier oben darf ich gerne noch eine hin tun. Hier lege ich mir noch eine hin und hier und hier. Die liegen jetzt aber alle dahinter. Und dann brauche ich hier unten natürlich auch noch eine, damit ich wieder auf dem Boden sind. Und weil es eine Weintraube ist, kriegt das hier auch einen Stängel. Das sieht insgesamt ganz putzig aus jetzt, aber es ist schöner, wenn wir uns jetzt hier noch eine einzelne Beere hinlegen. Naja, vielleicht da vorne auch. Hier legen wir uns noch eine hin. Und hier. Dann habe ich schon mal einen super Aufbau, wie mein Stillleben aussehen könnte. Jetzt gehen wir dem Ganzen da hinten noch das Ende des Tisches, worauf das alles steht. Wir werden die Linien wegradieren und dann mit der Ausarbeitung anfangen. Das habe ich noch vergessen. Ihr seht, hier gibt es noch so eine kleine Wulst. Die steht hier über. Die kann man dann da andocken. Ich werde das Ganze jetzt auf diese Seite übertragen und mit Bleistift ausarbeiten. So, das ist jetzt also die Skizze. Ich werde mir das jetzt nochmal übertragen auf die andere Seite hier und ausarbeiten mit Bleistift. Natürlich könnt ihr das frei gestalten. Wenn ihr das bunt machen wollt, macht ihr das bunt. Ich nehme Bleistift und habe dazu 3 und 8b. Ihr seht, ich habe alles weggelassen, was ich nicht wirklich brauche. Selbstverständlich könnt ihr das bunt ausmalen. Ihr müsst mir nicht folgen, aber vielleicht habt ihr Interesse, dann schaut euch das weiter an. Ich werde schweigend arbeiten, um einfach auch zügig voranzukommen. Wenn ich etwas sehe, worauf ich euch aufmerksam machen kann, melde ich mich. Okay? Also viel Spaß bei der Ausarbeitung.